Hallöchen, liebe Shisha-Freunde. Und zwar haben wir heute mal wieder was Neues vor auf meinem Kanal. Es gibt ja immer diese Videos von den großen Kanälen, die sich irgendwas blind oder per Zufall bei Wish bestellen. Ich dachte mir, meine Freundin mich da auf die Idee gebracht hatte, mach doch sowas einfach mal mit Shisha-Kram, würde vielleicht die Leute sogar interessieren. Habe ich mir gedacht, okay, ich mach das einfach mal. Wir bestellen Sachen bei Wish. Dann werde ich einen Monat später oder wann der ganze Kram ankommt, wird ein Video dazu kommen, wie ich das Ganze auspacke und mal so ein bisschen zeige, was kam. Und ich habe mir was anderes gedacht, weil ich nicht hier zufällig oder blind bestellen würde, werde und nicht zufällig ein iPhone oder eine Rolex bestellen werde oder weiß ich was, die ganzen Leute da mal machen. Ich werde es anders machen. Ich werde einfach das Zeug verlosen. Ne? Ich werde das Zeug an euch verlosen, denn wahrscheinlich über Instagram werde ich es getrennt machen. Also nicht nochmal YouTube-Videos, wären ja dann drei Videos. Nee, wird dann alles bei Instagram, denke ich mal, verlost, wenn der ganze Scheiß ankam und so. Und wenn das in Ordnung ist, was da kam, werde ich da einiges von verlosen. Ich habe mir auch ein Preislimit gesetzt. Ich habe mir ein Preislimit gesetzt, 100 Euro. So, wenn es bis 150 Euro geht, wenn ich was Geiles finde, ist es aber auch in Ordnung. So, also bei 150 sage ich jetzt auch nur, nee, muss jetzt nicht sein so, sondern 150 Euro wäre auch okay. Ich bin schon auf der Wish-Seite, Freunde. Ich habe sie schon mal aufgerufen und nicht wundern, was da mir so vorgeschlagen wird. Ich hatte schon mal, was hatte ich da schon mal bestellt? Ich glaube, Coils für eine E-Zigarette, Drähte. Ich hatte mir auch mal einen TV12 bestellt für meine E-Zigarette, der irgendwie nie ankam und dann hatte ich mir irgendwann selber nochmal richtig gekauft. Aber gut, wir sind da auf der Seite. Was ich an dieser Seite, also warum ich nicht zufällig oder warum ich blind mache, ist einfach aus dem Grund, hier wird sehr viel, wenn man einfach mal hier oben Shisha eingibt in die Suchleiste, sieht man, dass dort einfach nur, warum lädt mein Internet gerade so lange? Da kommt wirklich sehr viel für Graskonsumenten. Oh, Amy hier oben. Sehr viel für Graskonsumenten, wie ich es ja immer schon sage, Cannabiskonsumenten, also sei es Mini-Bongs oder das hier oder weiß ich, das ist immer zugekleistert mit. Also wenn du Shisha eingibst oder Hookah hier oben, wir können auch mal einmal Hookah eingeben, wir sowieso drei verschiedene Sachen eingeben, sieht man, warum lädt mein Internet so lange, das wüsste ich mal gerne, ey. Sieht man, dass immer da so ein Kram kommt, der, ja, hat wenig mit Shisha zu tun, aber darüber habe ich mich schon mal in einem anderen Video beschwert. Also, gehen wir einfach mal Shisha ein und bestellen einfach mal was. Und natürlich muss man, wenn man hier so ein Überraschungspaket hat, auch Wish-Bestellungen machen, Freunde. Ganz klar, wenn man so einen Kanal hat, dann muss man sowas auch machen. Auf jeden Fall mal Daumen nach oben, wenn ihr so eine Idee cool findet. Ist irgendwann mal was anderes, anstatt diesen klassischen Tabak- und Pfeifenvorstellungen. Einfach mal sowas Geiles zwischendrin so. Und wenn ihr Glück habt, so könnt ihr sogar noch was gewinnen. Denn. Aber das, wie gesagt, wenn der ganze Kram da ist, nicht mich jetzt durchlöchern. Schauen wir doch einfach mal, was es hier so Schönes gibt auf Wish. Auf jeden Fall muss ich sagen, was ich an dieser Seite mal sehr, sehr schön finde, die in ihre Preisvorstellung. Das ist zum Beispiel die Pfeife hier, 39 Euro nur statt 251 Euro. Natürlich ist das Diamantglas. Ja, oder das ist noch realistisch, das ist auch noch realistisch. Das Unrealistische, was ich schon vorhin gesehen habe, 30 Euro statt 352 Euro für den Akkuträger von der E-Zigarette. Alles klar. Natürlich, 352 Euro für einen Akkuträger von der E-Zigarette. Der ist aus purem Gold. Schauen wir einfach mal, was hier so ist, obwohl ich halt, wo ist es, das Ding halt wirklich schon sehr, sehr interessant fand. Das würde ich eigentlich direkt in den Einkaufswagen legen. So, das lege ich direkt auch in den Einkaufswagen, weil das juckt mich irgendwie schon, das Ding. Das werden wir, machen wir mal einfach direkt auf Kaufen, weil das Ding interessiert mich schon. So. Warenkorb passt. Versand 10 Euro, alles klar. Das überlege ich mir, glaube ich, nochmal zweimal. Schauen wir mal, was wir noch so alles haben. Was haben wir noch hier? Einen klassischen Kaminkopf, 9 statt 13. Man muss natürlich sagen, das Zeug kommt alles, soweit ich weiß, aus Fernost. Oder ist das Fernost? Fernost ist was anderes. Also aus Asien. Und das braucht natürlich immer seine Zeit, bis das, was meinte auch jemand, sollte ich mal vorstellen. Wäre ganz witzig, kommt in Warenkorb, wenn es keine 10 Euro kostet. Das ist auch sehr geil hier, ein Schleifer oder ein Glastrenner oder wenn man so ein Ding nennt, kommt auch bei Shisha. Das ist natürlich richtig. Hier, das ist auch geil. Ein Kohleanzünder mit Kaffee beworben. 12 Euro statt 58 Euro. 58 Euro für den Elektroanzünder. Würde nie kaputt gehen, würde ich den bestellen. Aber 58 Euro, ey. Hier 118. Ach, ich darf mich darüber nicht aufregen. Schauen wir einfach mal, was hier so kommt. Es gibt vier Kram, den habe ich selber schon da. Das ist wie ein Glaskopf. Das ist wie ein Kohleanzünder, ein klassischer oder eine Eisbazooka. Eisbazooka für 2 Euro ist sogar relativ günstig, wenn nur 3 Euro Versand. Wäre sogar gar nicht so schlecht. 587 Euro, alles klar. Das Ding habe ich letztens bestellt. Das ist sogar. Deswegen ist wahrscheinlich das Ding hier. Nicht, dass noch irgendwas Perverses kommt, was ich hier bestellt habe. So, wenn mal angezeigt wird. Macht euch keine Sorgen, Freunde.
Lochstöcher nur Versand bezahlen. Hier, das hier hat zum Beispiel jemand mal gesagt, soll ich mir mal stellen, ey, das ist für 20 Euro, ist das so eine Sache, ey. Also, ich bestelle jetzt hier eine Menge Scheiß, aber 20 Euro für einen Scheißschlauch. Muss ich mal oben als Tab mal öffnen. Wir können ja mal durchgucken, was ich so alles mir angetappt habe. Oh, Pfeife kenne ich. Emilux für 40. Gibt's aber in Deutschland günstiger. So, ein Apfelkopf so. Den gab es früher. Der war sehr früher mal, glaube ich, irgendwie im Hype. Weil der hat irgendwie mal ein anderes Design. So, ich hatte vorhin schon was gesehen. Das habe ich mir auf jeden Fall oben als Ding gesetzt. Aber ich würde es gerne nochmal selber finden. Weil das sah ganz geil aus, muss ich sagen. Und habe ich so noch nicht gesehen, also die Technik. Also so ähnlich, aber nicht so. Da bin ich nämlich sehr interessant. Also wie ihr seht, mit Shisha ist hier wirklich, es gibt wirklich so die klassischen Sachen so, wie Tonkopf, Aufsatz, Kalu. Also hier ein, so ein nachgemachter Kalu. Was ist das hier? Was ist denn das? Das ist ein Schliffadapter für ein Mundstück. Also es gibt so ein paar Sachen, die man halt kennt so. Aber da ist jetzt so nicht die Wucht bei. Trotzdem würde ich mich halt mal die Qualität von einem interessieren. Oder bestelle ich einfach zwei Pfeifen? Das wäre auch ganz interessant. Zwei Pfeifen und das Ding, was ich mir rausgesucht habe. Ich habe vorhin gesagt, mal runtergeguckt, aber manche Sachen so. Geh mal oben einfach mal Hooker ein. Was da so Schönes kommt. Wow. Schauen wir mal, was hier bei Hooker kommt. Okay, nämlich die hatte ich jetzt noch mit überlegt. Die mache ich auch mal als Tab. Oder einfach die auch mal. Können uns ja mal mehrere Sachen angucken. Ja, es wiederholt sich halt. Es ist halt absolute viele Wiederholungen, weil viele haben halt Shisha, Hooker und Waterpipe wahrscheinlich drin zu stehen. Deswegen wiederholt sich viel. Aber, oh, völlig ein Zahngerammt hier. Ja, wiederholt sich alles. Gehen wir mal was auf Deutsch ein. Und gucken, was kommt, wenn wir was auf Deutsch eingeben. Da kommen wahrscheinlich ein paar wenige. Aber vielleicht kommen ein paar speziellere Sachen. Wiederholt sich wieder. Das Ding habe ich sogar schon mal vorgestellt. Das weiß ich auch noch. Das hatte ich damals mit einer Bierflasche probiert. Und mit einer blauen Absolutflasche. Das ist schon fast 2 Jahre alt, das Video. Also anderthalb auf jeden Fall, aber könnte nun schon 2 Jahre alt sein. Das sind Fliesen aus Messer, wie man die schneiden muss. Aber was hat das mit Wasserpfeife zu tun? Nützlich, aber was hat das mit Wasserpfeife zu tun? Nichts. Einfach nichts. Aber das, glaube ich, gucke ich mir nochmal an. Wie gesagt, das ist mit diesem zufällig, hätte ich jetzt hier zufällig oder blind bestellt, würde ich ein Dings voller Zeug haben. Was ist denn das? Das ist auch geil. Whatever you want. Okay, auch sehr geil. Alles, was man will, kann man da reinmachen. Also egal, ob Gras, Tabak oder Shisha-Tabak. Oh, wieder eine Amy. Komme ich nicht auf den Namen. Wie heißt sie denn? Globe. Ja, wusste ich's doch. Also gibt's halt eine Menge Scheiße. Muss man so im Endeffekt sagen, aber auch eine vieles vielleicht Nützliches. Gibt's eigentlich dieses Ding? Ich glaube, das heißt so bei Amazon. Witzigerweise war auf einmal mein Akku alle passiert. So, gucken wir mal weiter. Und zwar habe ich nach dem Ding gesucht. Da kannst du nämlich den Schlauch reinmachen, so am Controller, und dann hängt der so. Mega geiles T-Shirt. Aber nee. Gibt es scheinbar nicht. Gut, was haben wir uns jetzt herausgesucht? Also wir haben einmal die für 42 Euro. Okay. Sieht ja schon mal gut aus. Was haben wir hier? Dann hätten wir die. Dann hätten wir das. Dann hätten wir diesen Schlauch. Pack of 6. Was heißt denn Pack of 6? So. Was heißt denn das? Okay, das wollte ich nur gucken, ob es das war. Okay, das haben wir. Da mache ich es jetzt eigentlich wirklich nur zwischen den beiden Schläuchen, mache ich jetzt nur aus, wo der Versand teurer ist. Das nehme ich dann nicht. Das hatten wir auf jeden Fall schon. Und das Ding wollte ich euch nämlich zeigen. Das interessiert mich nämlich, ob das Ding so geil ist, wie man sich denkt. Du hast wirklich hier eine Schublade drin und schiebst es wirklich rein. So, du hast wirklich so eine Schublade drin, schiebst es rein und wenn du eigentlich fertig bist, ziehst du es wieder raus und machst den Tabak, neuen Tabak so rein. Das Ding juckt mich irgendwie schon, muss ich sagen. Das juckt mich richtig. Einzelpack, kaufen. Komm, mach mich glücklich mit dem Versand.
4 Euro Versand, okay. Dann schauen wir uns das Ding. Das würde ich auch gerne mal probieren. Wähle eine Farbe, schwarz, silber oder gold. Schwarz. Kaufen. Baby macht mich glücklich mit dem Versand. 2 Euro. Ach, vielleicht ist bei so großen Sachen auch der Versand 10 Euro. Vielleicht ist es ja wirklich so teuer. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Zeig mir den Versand. Würde gerne wissen, warum Wisch so lange lädt. 7 Euro und 9 Euro. Gewonnen hat der mit 7 Euro. Also, ja. Wo wären wir jetzt? Bei 85 Euro. Mhm. Und dann entscheidet sie sich zwischen der und der. Hier wird der Versand schweineteuer sein. 12 Euro. Wie teuer ist hier der Versand? Man muss auch, ich bin wirklich so ein Typ, ich mache manche Sachen wirklich vom Versand aus. Weil ich versand wirklich manchmal, der Unterschied ist 3 Euro zwischen Versand und das ist ja auch bei dem Preis. Ey, das kann nicht wahr sein. Also beide Pfeifen kosten, beide mit Versand gerechneten kosten genauso viel. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist das ein bisschen zu ungewiss mit der Glaspfeife. Ich habe jetzt kurz überlegt. Ich glaube nicht, dass die heile ankommen. Deswegen nehmen wir die Sachen. Also, wir haben diese Acrylhooker. Wir haben den grünen Schlauch, den LED-Schlauch. Den 1-to-2-Schnittstelle. Wir haben... das Ding ist eigentlich Schwachsinn. Eigentlich ist das Ding völliger Bullshit, ey. Das ist... Ach, ist mir jetzt egal. Denn den Silikonkopf und diese flache Acrylshisha. Mit dem gehen wir mal zur Kasse und bestellen die ganze Sache. Und jetzt muss ich bloß gucken, wo ich hier was nicht zeigen darf. Genau dort, in 14 Tagen bezahlen, im August bezahlen. Okay, ich blende jetzt einfach mal hier alles aus mit dem Kaufen oder wir machen einfach hier Schnipfen ab. Vielen Dank für deine Bestellung. So, Freunde, wir haben das Ganze jetzt bestellt. Was haben wir denn alles bestellt, Freunde? Wir haben einmal die Acrylhooker, dieses dreieckige Ding hier, den LED-Schlauch, diesen Schlauchadapter, also auf 2, dann haben wir einmal diese Silikonkopf, diesen komischen, und wir haben diese Pfeife hier, diese flache. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die ganzen Sachen sein werden und von mir gibt es nichts weiter auszusagen, außer dass wir hier fertig sind, Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, im nächsten Video und mit der Fischbestellung. Wenn alles da ist, kommt das Video dazu. Sollte mal irgendwas schon vielleicht früher da sein, werde ich es mal auf Instagram posten. Folgt mir da auch auf jeden Fall auf Instagram. Werde ich schon mal sagen, ey, das und das ist schon da, aber wir packen es noch nicht aus. Und dann wird es irgendwann ein Video geben, wo wir alles auspacken. Dann werde ich beide Pfeifen anhauen, dann werden wir alles ausprobieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Bis dahin, macht's gut. Ich wünsche euch auch haut rein hier. Da kann man jetzt aber wenig Rauch hier. Es ist mit meinem Kopf los. Wird zu wenig geraucht hier.